Die sind voll süß. Servus Leute, ich bin wieder mit Marvin unterwegs. Und da momentan ja die Weihnachtszeit anbricht, haben wir uns gedacht, wir gehen mal in den Süßigkeitenladen und gucken, was man da so Schönes anstellen kann. Schauen wir es mal an. Ein Hamburger. Aber der ist hohl. Der ist voll süß, ne? Ja, aber hohl. Nein. Mach auf. Husel. Das ist ja widerlich. Boah, das muss ich haben, ey. Das kann man essen, oder? Als Joker kommt das bestimmt voll cool. Ein iPad. Wisst ihr, dass so eine gewisse Sache mit Marvins Handy passiert? Warum wir ja jetzt wollen, dass ihr Marvin ein iPhone kauft. Und wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, könnt ihr euch das jetzt anschauen. Nee, machen wir später. Alles klar? Gut, bis dann. So Leute, heute sind wir im Süßigkeiten-Dealer unseres Vertrauens und holen uns mal ein paar Sachen, die man sonst nicht so isst. Zum Beispiel salzige Seesterne. Schon mal gegessen, Christian? Nein. Ist klar, das ist genau das Richtige für uns. Salzbrezel. Salzbrezel. Das sind aus dem gleichen Stoff, nur eine andere Form. Immer zwei von jedem. Warte, mal geht's. Lass das nehmen. Das muss sein. Zwei Schlümpfe. Okay, nimm so eine Kette. Ah, okay, Schlumpf. Eier. Nimm ein Ei mit. Ich hab ein Ei. Ja. Teilen wir uns. Hot Chili Fruchtgums. Die Chili? Müssen auf jeden Fall rein. Viola. Was ist das? Das ist Viola. Nimm mal nur zwei mit. Tennisbälle. Tennisbälle sind Pflicht. Euka Gummihütchen. Saure Deutschlandbälle. Teilchenpastillen. Ja. Davon machen wir ein paar mehr rein. Ja, für die Silberlinis. Die Silbersalmis. Silbersalamis, okay. Zuckerstange. Ja. Nimm eine mit. So, dann bin ich jetzt für die Schokolade zuständig. Und gucken wir mal, was es da gibt. Auf jeden Fall. Ingwer habe ich noch nie gegessen. Musst du auf jeden Fall wieder nachholen. Kieselsteine. Ah, die sehen aus wie Steine. Das sind Steine. Ich will den großen braunen haben. Den da? Ja. Yeah. Der ist extra teuer, der kostet 5-2 Euro an sich. Was ist mit Tiramisu-Mandeln? Die sehen so saftig aus. Was ist mit Waffel? Den da, den dicken. Waffelkugeln, die sehen ultra gut aus. Ja. Eine weiße und eine braune. Yeah. Oder 5 edle Brände. 5 edle Brände? Bananen-Trumpf? Nee. Doch. Fisales ist lecker. Was ist Erdbeer? Das? Oh, Schoko-Erdbeeren. Was ist Schoko-Erdbeeren. Schoko-Erdbeeren. Okay, Fisales muss auch rein. Was ist das? Mach einfach rein. Nimm die gefriergetrockneten Himbeeren. Alles klar. So, jetzt haben wir hier unsere Wundertüte mit verschiedenen Süßigkeiten und die probieren wir jetzt. Ja, jetzt sind wir im Auto und haben hier unsere wunderfröhliche Süßigkeitentüte, die Diabetes verursacht. Und unter anderem haben wir da ein Fotoapparat. Yay. Eine Tüte mit Süßkram. Süßkram, aber mit dem Süßkram, den wir normal nicht so gerne essen. Erst Süßkram oder erst Schokolade? Also so Gummi oder Schokolade? Ich finde, Schokolade überdeckt den Geschmack immer sehr. Deswegen würde ich erst Süßkram vorstellen. So, das ist unsere Süßigkeiten-Tüte. Und ja, mit was fangen wir an? Mit Schlümpfen, die kennt jeder. Schlümpfe kennt jeder. Ja, Papa, ja. Schlumpf. Papa Schlumpf. Alles klar. Boah, sind die klebrig. Ich kann fühlen. Schlümpfe sind die einzigen Teile, die immer nur an den Zähnen kleben. Ich kann fühlen, wie meine Blompen ausgezogen werden. Machen wir weiter mit den salzigen Seesternen. Einen Seestern stelle ich mir eigentlich vor, aber salzige Seesterne? Warum gibt es eigentlich salzige Süßigkeiten? Das heißt doch Süßigkeiten. Süßigkeiten, dann müsste doch Salzigkeiten heißen. Aber recht hat. Du riechst. Riecht gut. Ja. Die schmecken salzig und an der Kritze. Das ist so die mieseste Kombination, die ich mir vorstellen kann. Weiter geht's mit. Ey, die Backen doch schlimmer als die Schlümpfe in der Fresse. Noch? Das ist das Gleiche. Das ist genau dasselbe, aber wir haben es in einer anderen Form gekauft. In einer anderen Form gekauft. Die sind weich und fluffig. Warte. Die sind lecker. Ich glaube es zumindest. Jetzt mal ein Ei. Deutschlandplan. Okay. Finde ich lecker. Gar nicht sauer. Aber unglaublich zäh. Mal machen. Lass mal das Ei essen. Müssen wir irgendwie aufteilen. Nee, es riecht komisch. Es riecht nach Banane, ne? Riech mal. Gar nicht mal so wild. Das waren, glaube ich, diese Eukalyptus-Dinger. Mhm.
Die sind grün. Das riecht nach Eukalyptus. Es schmeckt wie Eukalyptus. Ja, wie diese Eukal-Bonbons. Nur als Gummi. Salzbrezel! Warum habe ich dafür zu viele gekauft? 3, 2, 1. Steck's ganz rein! Das Eukalyptus überdeckt es. Ja, zum Glück. Schmeckt gar nicht salzig. Scharfe Chilischoten. Die totalen Finger sind salzig. Die Frau guckt uns an. Hast du gegessen? Ja. Scharf! Oh mein Gott! Jetzt haben wir noch Tennisbälle. Und diese Dinger. Und diese Dinger, ja, Silber und Lila. Ja. Das ist geknackt. Ich habe jetzt erwartet, dass innen drin weich ist. Was ist das? Der ist sowas! Die schmeckt bestimmt besser. Warte. Aha. Das ist hart. Härter, nicht hart. Härter. Schmeckt nach Parfümerie. Jetzt, ob das schmeckt so gut. Wie als ob es so eine Douglas-Ische ist. Douglas? Douglas. So eine Douglas-Ische ist. Mhm. Ganz lecker. Mhm. Willst du noch eins? Das schmeckt wirklich nach Parfüm, nach so Frauenparfüm. Ja. Nur noch die Tennisbälle. Dann können wir eigentlich Let's Play machen. Yeah. Die Drohne? Mhm. Kaugummi? Sieht aus, als würde ich also eine erste Bewegung machen, aber ich tue es nicht. Ja, jetzt sind wir auch schon fertig mit unserem Süßkram. Zumindest mit unserem Gummisüßkram. Und dann haben wir noch Schokolade. Ist es, glaube ich, jetzt das Einzige, was... Das sieht aus, als würde ich Kieselstein. Kann man auch mal auf den Boden aufheben, reinbeißen. Was schätzt du die Hand? Ah, okay. Ich hab... Der ist... Meiner ist gelb in... Meiner ist unglaublich. Ingwer. Nee. Doch. Natürlich. Ist es nicht Physalis? Das ist Physalis. Ah, ja, stimmt. Was ist das? Braun oder weiß? Braun! Ist nicht, was es ist. Es fühlt sich hart an, aber ich denke, ich erwarte Waffel. Als du drauf stand, Waffelball. Unglaublich lecker. Richtig lecker. Ich glaube, das erste, was lecker war, bis auf die Schlümpfe. Krass. Ingwer. Ich habe noch nie Ingwer gegessen. Was macht Ingwer bei Schokolade? Das ist doch auch so gummiartig. Auf die Schoko kommt nicht gut an. Bäh. Gleich nachher. Lila, lila Bällchen. Alles neu. Banane. Nee, was ist es? Marzipanfeige. Echt? Mhm. Gib sie her, die habe ich mir geholt. Ja. Und noch Erdbeeren. Yeah. Gar nicht gegessen. Ich glaube, das ist keine Erdbeere drin. Das war's mit unserer Süßigkeiten-Expedition und auf jeden Fall könnt ihr noch Vorschläge schreiben, wo wir hingehen sollten, mal müssten, hingehen können, haben sollen. Keine Ahnung. Und dann war's das mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.